Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Team, und ich herzlich willkommen in War Thunder. Ich fliege heute 4-3 mit meiner neuen Maschine P51C10. Zu ihr will ich nur noch eine kurze Sache sagen, wegen dem Skin, den vielleicht nicht jeder erkennt, ne? Ist auch mal ein bisschen Geschichtsunterricht, kann man sagen. Dieser Skin wurde damals bei einer gewissen Fliegerstaffel angewendet, die sogenannten Red Tails. Das waren die allerersten Afroamerikaner, die in der amerikanischen Luftwaffe fliegen dürften, dienen dürften, damals im Zweiten Weltkrieg. Was soll ich sagen? Bisschen schade, dass es überhaupt so lange gedauert hat, dass diesen Leuten die Chance gegeben wird, für ihr Land zu kämpfen und zu sterben. Puh, was soll man da sagen? Die Amerikaner sind verklemmt. Ist halt so. Das sind sie schon seit Ewigkeiten, seit sie diesem, Menschen kennengelernt haben. Dabei sind wir alle verschieden. Und wenn es nach mir ginge, gäbe es Frieden auf Erden. Tja, zumindest was dieses eine Thema angeht, ne? Kein Rassismus, einfach nur Frieden, jeder kommt mit jedem klar, alles ist in Ordnung. Das können wir vergessen, nicht mal in 100 Jahren, nicht mal in 1000 Jahren. Vielleicht im Jahre 3000. Das werden wir alle nicht mehr leben. Die meisten von uns. Wer weiß. Ich weiß, die Aussage klingt jetzt doof. Aber ich sag's mal so. Irgendwann wird es bestimmt eine Möglichkeit geben, den Menschen noch älter werden zu lassen als jetzt. Wer weiß. Eines Tages gibt es vielleicht den allerersten Menschen, der tatsächlich, jetzt mal als Beispiel, vielleicht 1000 Jahre alt wird. So, dann wollen wir mal sehen. Die Maschine ist eigentlich geil. Allerdings ist da ein Nachteil. Die meisten P51 Modelle haben ja 6x12,7 mm Kanonen und hier sind es 4x. Also das ist ein bisschen schlechter oder auch nicht. Ihr habt genug Maschinenkanonen noch dran. Nur leider habe ich jetzt gerade die Bomben nicht. Übrigens, was die Bomben angeht, also ich habe das ja schon letzte Woche erklärt. Ich sag's mal so. Das, was jetzt dazugekommen ist, nach so langer Zeit. Nach so langer Zeit. Leider zu lange gedauert. Ist endlich die Möglichkeit drin, dass wenn ein Flugzeug Bomben drunter schnallt, dass sie aber auch nachladen schneller. Als wie früher, was so zwischen 3 und 5 Minuten war. Wenn es einer geschafft hat, so lange zu überleben, jo. Dann ist es so gewesen. Aber, ja, die meisten haben es nicht geschafft. So, und das Ganze, wenn der Skillpunkt da an dem einen als, dafür voll ist, ne, dann habt ihr in Spitzenleistung 30 Sekunden Nachladezeit, was die Bomben angeht. Das finde ich wirklich schön. Die Maschine hält aber die Leistung. Sehen? Nehmen wir die 4000? Ja, wir haben die 4000. So weit hoch wollte ich gar nicht fliegen. Ist gar nicht die Beabsichtigung. Suchen wir mal meine Bombe. Me ist drin, noch eine Me und BV. Okay, BV ist jetzt eher eine doofe Idee. aber. Okay, warte mal. Da ist die Me. Die hat einen Begleitjäger dabei. Oh, das siehst du auch nicht alle Tage. Aber die Abstände sind zu groß. Das sind 2 Kilometer Abstände. Okay, unsere P63 nimmt sich jetzt den. Dann würde ich mir die P38 halt, um unseren Bomber zu schützen. Oder auch nicht. Alter! Schleichst du dich da an mich ran? Verdammt, die Maschine nicht aus, oder? Schon. Er hat den kompletten Tank erwischt. Das glaubst du ja jetzt nicht. Jupp, das war's mit meiner neuen Maschine. Mann, oh Mann, ey, kriegst du das echt nicht mit? Manchmal sieht man da ja wirklich nicht, dass da irgendwo was kommt. Er nennt sich Halligalli. Ich geb dir gleich mal Halligalli mit der Faust, mein Freund. Scheiße. Okay, das sieht so aus, als hätten wir dann eine P61 im Spawn rumhängen. Oder auch noch nicht. Nee. Trotzdem, scheiße. Tja, das war's mit der neuen Maschine. Irgendwie schade drum.
War nicht beabsichtigt. Aber das hier, was ich gerade denke, ist beabsichtigt. Die Schiffe da hinten müssen so oder so weg. Und bei mir ist alle 40 Sekunden Nachladezeit, oder 30, ich weiß gar nicht. Nee. Habe ich das Ding auf Ass? Habe ich gar nicht mehr. Außerdem die Firebrand muss auch noch weg. Habe ich den gleichen Gedanken wie meine Wenigkeit. Ist schon früher drauf gekommen, aber egal. Noch gar nicht entdeckt. Mach's gut. Der hat gar nicht geschnallt, dass ich da bin. Alles gut. Übrigens, also, ich habe die neuesten Statistiken mal so ein bisschen mir angeguckt. Oh, verdammt, hier haben richtig. Ach, derselbe Saftsack, der mich vorher noch schon runtergezogen hat. Es sind viele Leute, die Schweden gerade momentan für sehr im behalten. Muss ich aber auch sagen, sie sind nicht schlecht. Man kann wirklich sehr viele Kills mit denen rausholen. Also, ne? Momentan gelten sie wirklich als sehr große Angstgegner. Dabei gibt es viele andere Flugzeuge, die genauso schlimm sind. Oh, der schwere Kreuzer. Ich meine, brauchen doch raus. Ich glaube nicht. Zum Glück ist die Flak hier nicht so extrem hardcore wie den ganz normalen Schlachten, die wir von Schiffen so kennen. Hat aber trotzdem drauf gemacht. So, 30 Sekunden habe ich sogar drin. Also habe ich das Ding doch auf Ass. Muss nur 30 Sekunden am Leben bleiben. Schwerer als gedacht. Okay. Der sucht Streit. Der nächste ist da zum Streiten. Komm schon, guck, das schaffst du. Das schaffst du, denn. Verdammt, das Ding ist immer nicht kaputt. Die Maschine macht langsam schlapp. Oh fuck. So zum Thema zum Schweden, ne? Ja, oder J21. Böses Teil. Die Dinger sind echt krank. Die machen echt so viel Schaden und so viel. Ja, echt heftig. Aha, wir sind in Irland, habe ich jetzt erst bemerkt. Und wo sind die Kerrygold-Kühe? Oder war das überhaupt Kerrygold? Ich weiß nicht mehr. Diese Werbung ist schon ewig hier. Das ist aber auch ein bevorzugtes Urlaubsziel von mir, Irland. Okay, das ist scheiße, was da ist. J21 wird ein Problem haben, die P51, die P100, es geht. So gut ist die dann auch wieder nicht. Zumindest, sie hält nicht so lang durch. Eieiei. Was mache ich jetzt? Entweder ich beachte die Jungs nicht und sie rennen mir nach, tun sie auch jetzt schon, oder... Sehen, ob ich noch zum Bomben komme. Ja, komm, Gunner. Komm, dreh deinen Kopf. Dreh den Kopf. Sehr schön. Mach sie weg. So, das Ding ist auf jeden Fall weg. Wie Sekunden? Okay. Muss nur am Leben bleiben. Wie schwer ist das? In der Skala von 1 bis 10 schwerer als man denkt. Ganz blöde Aktion. Oh nein, das ist eine Spitty. Au, 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 au. Oh, danke schön. Mein Gunner hat's erledigt. Ich dachte schon, das klappt nicht. Sehr gut, Kollege. Sehr schön, sehr schön. Fuck. Sehr gut. Komm, den letzten mache ich mit. Nee, es gibt keinen mehr. Mit dir von der 10 mischt sich noch ein. Egal. Schiff versenkt. Drei Flugzeuge abgeknallt. Was will ich mehr? Orangene Markierung. Ja,
Apfelführer oder oder Holländer. Eins von beiden. Oder einfach nur so. Das gibt's ja auch. Ah, wen haben wir als nächstes? Putti Putti Put. Wer will? Wir sind noch nicht fertig. Ich hab noch was im Repertoire. Ach man, ey. Ich will schnell reden, Leute, aber es funktioniert da nicht einwandfrei. Ich glaube, die BF109 da. Das wäre eine ganz coole Idee. BF109 gegen eine Lightning. Nice. Oder. Ne. Ich muss ein größeres Problem wegschaffen. Zwei Jabos. Oh shit. Du siehst mich nicht. Okay, J21, du siehst mich gar nicht. Ich bin nicht da. Ich bin ein Mythos. Der sich echt von selbst weggesprengt. Ja dran. J. Keine Chance, ich komme nicht weg. China macht doch nicht mehr lang mit. Schubmaschine, packst du noch. Packst du nicht. Der geht auf Nummer sicher, der Kerl. Ich glaub's ja nicht. Naja, war eine 38er. Ich dachte, die anderen J kennen. Nochmal. Ah, scheiß drauf, jetzt geht's jagen. Bomben muss ich nicht mehr. Wir haben gleich gewonnen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen aufschieben. Oh, da sind gerade drei zusammengedotzt, so wie ich das lese. Bring. Eine dicke Umarmung einmal. Sollt euch doch nicht in der Luft umarmen, Leute. Das macht man nicht. Das könnt ihr danach machen, wenn der Sieg da ist. Da könnt ihr euch umarmen, so viel ihr wollt. Ach ja, die Leute, wenn die sich mal umarmen. Oh, und gewonnen. Schade, ich wollte noch die 38er holen. Schade. Egal. Ja, die Runde war jetzt nicht schlecht. Und sie hat ganz schön was gebracht. Muss ich sagen. Und komm. Talis. Nein, natürlich kein Talisman. Och nö, jetzt schmeißen die mich wieder damit zu. Ich hab doch schon eins aktiviert und find's nicht so toll. Also manchmal bin ich da auch am Rätseln. Ich glaube, manchmal ist das denen egal, was sie da. Ja. Ich hab immerhin schon eins aktiviert und das ist für die SU-100Y. Und ich sagen muss, sieht nicht schlecht aus, der Panzer ist schon ein krasses Teil, muss man echt sagen. Und der Kostenpreis ist ja jetzt wirklich weniger, wenn man das nicht sieht. Na, sind nur noch fast knapp 2000. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, wann werde ich den Panzer je einsetzen, das Brachialding. Ich kann den ja nicht mal verstecken. Ich werde den nie einsetzen. Den packe ich vielleicht alle 15 oder 20 Jahre mal aus. Und seine Panzerungen sind ja auch nicht die besten. Auf dem Rating hier bei 5.3, da geht er so total schnell aus den Fugen. Also. Ach ja. Ja gut, XP50. XP50. Wie viel war das jetzt? Und wie viel verbessert Ding? 50%? Nee, ach, die 55 könnt ihr knicken. Mache ich nicht. Ich mag die 55er nicht. XP55 ist scheiße. Aus meiner Sicht, ich finde es nicht so toll. Naja, gut. Jo, Leute, das war's. War eine ganz nice Runde. War jetzt nicht überwältigend für das hier. Das war jetzt unglücklich gelaufen. Das war jetzt einfach eine unglückliche Situation. Das war jetzt sehr traurig gelaufen. Aber trotzdem ist die Maschine nicht zu unterschätzen. Sie macht Spaß. Sie muss halt erst ausgebaut werden. Das ist halt so der schwierige Faktor. Wir kennen das alle. Und wenn sie erstmal ausgebaut ist, kann man sie halt wunderbar nutzen. Als Jabo oder halt als Jagdmaschine. Ich nutze die Dinger gerne als Jabo. Weil ich halt auch sehr gerne grundsätzlich bombe. Das macht Spaß. Und zum anderen Teil ist dann halt auch, man kriegt ordentlich Kohle halt raus. Ne? Forschungspunkte, kommt drauf an, welches Ziel, aber nicht so viel. Forschungspunkte meistens dabei, aber das Bomben macht mir richtig Spaß. Das ist so mein absolutes Highlight.
Natürlich auch Flieger abschießen, gar keine Frage. Aber Bomben. Ich bin schon immer in egal welchen Clans, wo ich drin war, ich bin immer als Jabo eingesetzt worden. Immer wieder, durchgehend. Also seit ich Clan Wars damals mitgemacht habe, hieß es immer wieder, DJ, du bist Jabo. Schnapp dir irgendeine Maschine, die Bomben tragen kann. Machst jetzt die Panzer halt weg. Mit jemand anderen. Ich war immer ein Jabo. Da gibt's kein. Gab nie eine andere, ne? Gab's. Es war nie anders da. Von den ersten Tagen an bis zu einer langen Zeit und dann irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr gehabt darauf, eigenen Clan erstellt. Und dann sind wir dann irgendwann auch ein YouTube-Kanal hier geworden und ja, ganz nice. Gut, Leute, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag noch. Ne? Bleibt mir gesund und denkt dran, Kommi, Like, Abo da lassen und ja, dann sehen wir uns morgen. Ne? Bis dann, Leute. Ciao.